St. Anton am Adelberg gilt als die Wiege des alpinen Skisports. Das sportliche Skigebiet liegt im Westen Tirols und ist 100 Kilometer von Innsbruck, 200 Kilometer von Zürich und 250 Kilometer von München entfernt. In den Orten Pettneu, Schnann, Flirsch und Strengen stehen Unterkünfte in allen Kategorien zur Verfügung. St. Christoph und St. Anton liegen direkt an der Skipiste und verbinden besonders gelungen urigen Tiroler Charme mit moderner Architektur. Insgesamt 84 moderne Bergbahnen sorgen für einen raschen und bequemen Aufstieg in die imposante Bergwelt. Bergab karft man auf 280 bestens präparierten Pistenkilometern. Besonders bekannt ist das Skigebiet St. Anton für seine traumhaften Tiefschneeabfahrten. Skiführer der Skischulen zeigen ihnen die schönsten Hänge abseits der Pisten und achten dabei auf ihre Sicherheit. Aber auch Ein- und Aufsteiger werden von gut ausgebildeten Skilehrern bestens betreut. Junge Talente ab 2,5 Jahren werden in den Kinderbereichen in Nassereien, beim Gampenlift am Rändl und in St. Christoph liebevoll umsorgt. Snowboarder und Freeskier finden im Funpark am Rändl jede Menge gut präparierte Elemente, um sich auszutoben. Die 20 urigen Skihütten und Restaurants direkt an den Pisten bieten ein breit gefächertes gastronomisches Angebot. Verwöhnt wird man hier mit Tiroler Schmankerl bis hin zur erlesenen Haubenküche. Vom höchsten Punkt im Skigebiet, der 2811 Meter hochgelegenen Valuga, hat man an klaren Tagen den Blick auf 5 Länder. Eine Abfahrt mit Skiern ins Bad Zieltal ist nur für gute Skifahrer in Begleitung eines Skiführers möglich. Alternativ zum Skisport empfehlen wir erholsame Stunden im Adelberguel, Kletterspaß im Alrock, eine Shoppingtour in den exquisiten Geschäften St. Antons oder den Besuch der legendären Skishow. Zum Après-Ski trifft man sich in einer der zahlreichen Hütten im Skigebiet oder zu späterer Stunde in einer der Bars im Ortszentrum. Fazit: Wir empfehlen das Skigebiet St. Anton am Adelberg besonders für aktive Familien und sportlich ambitionierte Skifahrer.